In Kiel geht die Reise los. Zunächst noch mit der Color Fantasy machen sich Vertreter von Reederei, Presse und Reisebüros auf den Weg, um der neuen Color Magic bis nach Oslo entgegenzufahren. Bei herrlichem Wetter wird die norwegische Hauptstadt erreicht und zeigt dem ankommenden Passagier viele ihrer Sehenswürdigkeiten schon von der Wasserseite aus. So bekommen die Gäste gleich einen Eindruck, wie schön eine Color-Mini-Kreuzfahrt sein kann. Vor Oslo begegnen sich die beiden fast baugleichen Schwestern zum ersten Mal. Meter ist die Shopping-Arkade lang und erstreckt sich über drei Decks. Sie ist das Herzstück der Color Magic, wo ihre Bistros, Shops und Pubs zu finden sind. Gläserne Aufzüge erreichen die übrigen Decks und auch eine Gambling-Oase nach dem Vorbild amerikanischer Schiffe darf natürlich nicht fehlen. Der schönste Raum liegt jedoch doppelt so hoch über der Ostsee. Die Observation Lounge auf Deck 15. Auch in dieser Hinsicht ist die Color Magic ein richtiges Kreuzfahrtschiff. Etwas Essbares gibt es den ganzen Tag. Allerdings schlägt hier jeder Konsum auf einer Extrarechnung zu Buche. Bezahlt sind nur Übernachtung und Passage. Die Preise auf norwegischem Niveau kompensieren den Duty-Free-Vorteil. Das große Dinnerbuffet kostet daher über 40 Euro. Wem das zu viel ist, der findet reichlich Alternativen bei einem Sandwich, einer Pizza oder kleinen Leckereien aus der Tapas-Bar. In den vielen Läden gibt es Nützliches, Norwegisches und neckische Spielereien, sodass der Einkaufsbummel sich lohnt. Sport ist ein großes Thema an Bord. Wer will, kann seine Fährpassage kaum einen Tag lang zur Fitness- und Wellness-Tour ausbauen. Sportgeräte mit Meerblick sind im Bug reichlich vorhanden und im Heck versteckt sich ein zwei Decks hohes Aqualand mit Gegenstromanlage und einer gewaltigen Rutschbahn. Badespaß nicht in, sondern auf der Ostsee. Auch der Besuch im Wellness-Tempel mit Sauna kostet extra. Der Preis ist deutlich günstiger als im Spaßbad daheim und er garantiert, dass die Einrichtungen nicht überlaufen sind und jeder hier sein Plätzchen findet. Jeder Seebär empfindet es natürlich als Sünde und Schande, die herrliche Fahrt auf der Kieler Förde hier drin zu verbringen. Das Wasser unter dem Kiel ist allemal interessanter. In der Dämmerung erwachen die Color-Schiffe zu einem beeindruckenden Nachtleben. Auf wenigen Schiffen, auf denen es, wie bei der Color Line, keinen offiziellen Kleiderzwang gibt, trifft man so viele Leute mit Jackett und vielleicht sogar in Abendgarderobe. Besonders für die norwegischen Reisenden ist die Fahrt ein gesellschaftliches Ereignis, vergleichbar vielleicht mit einer Transatlantikpassage von Anno Dazumal. Sie genießen ihren Kurztrip nach Deutschland, der sie meist in die Kieler Einkaufszentren führt, wie einen Theater- oder Opernabend in Oslo.
Wer weit fahren muss, um in die Stadt oder gar aufs Schiff zu kommen, hat eine andere Beziehung zu diesen 2 Tagen auf See, die vollgestopft sind mit Spaß, Essen, Trinken und Unterhaltung. Zum Beispiel auf der Bühne des 3 Decks hohen Showtheaters, auf der nun zum ersten Mal die Magic Show läuft, die eigens für das Schiff kreiert wurde. Thema der Darbietung aus Tanz, Gesang und Solokünstlern ist die europäische Schlagerwelt, die mit ABBA und Co. auch Skandinavisches zu bieten hat. Eine professionelle Show, die auch am Broadway durchaus eine Chance hätte. Sie wird jeden Abend 2-mal gespielt und für die Hinfahrt gibt's ein anderes Programm als zurück, damit in den 2 Tagen an Bord nur ja niemandem langweilig wird. Die Color Line hätte den Zeitpunkt für ihren großen Tag nicht besser auswählen können. Und sie hat ihn gut vorbereitet. Über 1000 Wimpel für Segel und Sportboote hat sie verteilen lassen und alles, was schwimmt, ist an diesem Morgen im September auf der Förde unterwegs, an dem zum ersten und einzigen Mal beide Luxusfähren der Strecke Oslo-Kiel in der schleswig-holsteinischen Hauptstadt festmachen. Deutsche Schiffsliebhaber zeigen, dass sie nicht nur in Hamburg und nicht nur der Queen Mary einen begeisterten Empfang bereiten können. Winken, Jubel, Fähnchen schwenken, bunte Luftballons. Eine Schiffstaufe ist und bleibt etwas Einmaliges. Vielleicht das Individuellste in einem Schiffsleben, das in einer Zeit entsteht, wo man Schiffe in Serie baut. Die norwegische Popgruppe Aha untermalt das Ereignis musikalisch. Dazu gehört natürlich die Taufpatin, die ihrem ganz persönlichen Schiff, dem Täufling des Tages, ihre guten Wünsche mit auf den Weg gibt. Veronika Ferres gibt sich maritim und kommt mit dem Seenotrettungskreuzer Berlin am Bollhörnkai an. Eine perfekte Taufe ist gelungen. Die Champagnerflasche ist auf Anhieb zerschellt. Die Color Line hat den Kielern gezeigt, dass ihr der deutsche Gegenpart ihrer Luxusroute wichtig ist. Die Kieler haben zu zigtausenden gezeigt, dass sie ihre Colorfähren mögen. Und sogar der Mitbewerber hat auf großen Transparenten allzeit gute Fahrt gewünscht. Während das neue Schiff in der Kieler Innenstadt noch bis in die Nacht hinein mit einem gigantischen Volksfest gefeiert wird, läuft der Täufling schon wieder aus. Kurs Nord, die Pflicht ruft.
Die Color Magic muss zur Arbeit.